14 by 9 oder so. Und es sieht einfach perfekt aus. Also, ihr seht diese schwarzen Balken da oben und unten, ne? Die sind bei mir einfach weg. Es wäre irgendwie cooler, wenn es andersrum wäre. Aber hey, wenigstens die Cutscene haben wir im Fullscreen, von daher ist das eigentlich ganz angenehm. So, wir sind zurück in Traverse Town und müssen jetzt Leon besuchen. Wir haben beim letzten Mal versucht, uns mit Merlin so ein bisschen auszutauschen, aber die Sache ist, wir kriegen nichts von Merlin, ehe wir vorher nicht mit Leon gesprochen haben, hat mir Bahamut verraten. Das heißt, wir müssen jetzt mit unserer neuen Trio-Tech, wir haben ja, glaube ich, im Deep Jungle die rote Trio-Tech gelernt. Ich glaube, wir haben die sogar schon mal benutzt, und zwar um hier was wegzureißen. Und dahinter waren ein paar Items, aber es gibt eine bestimmte Stelle, an der man diese Trio-Tech anwenden muss. Und die befindet sich, glaube ich, in District 2, also im Traverse Nord. Schwupsi-wupsi, ich bin mal für eine Weile weg. Viel Spaß mit deinen Geschwistern, Foxy. Noch mein schlaues Buch wieder bei mir. Weißt du was? Free Experience, warum nicht? Das Coole ist ja, die Gegner scalen so ein bisschen mit. Das heißt, sie sollten eigentlich immer ganz gute Erfahrungspunkte geben. Und jeder einzelne Level in dem Spiel ist eigentlich die Arbeit wert. Naja. Kommt echt her, ihr Zickzack-Arktik-Zipfler. Ich habe überlegt, ob ich das Spiel am Mittwoch spielen soll. Aber hab's dann doch gelassen. Nee, nicht da hoch. Reicht schon. Oh, guck mal, eine Ado-Wampe. Ado-Wampe, hör auf zu heilen. Hör auf den Dicken zu heilen. Das ist doch deren einzige Aufgabe. So, jetzt können wir uns um den kümmern. I have the high ground. So, du hinterlässt bestimmt zwei Attack Points. Autsch. Haben wir schon eingekauft? Willst du drüber nachdenken? Eventuell, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir Traverse Town verlassen, müssen wir nochmal einkaufen gehen. Uli hat mal mit Thesi über die Reihe gesprochen. Wann? Das klingt interessant. Ich hab ja Thesi auch letztens gefragt nach einem Raid, was sie denn von Kingdom Hearts hält und wie sie das spielen wollen würde. Und sie meinte, sie hat das Spiel sogar ein paar Mal angefangen. Und Donald ist tot. Feuer! Feuer, du Lümmel. Ach shit, da war die Attacke. Aber sind die noch wieder Zippler oder warum wollen die nicht sterben? Oh Gott! Ha, ein Glück kostet das hier nur ein MP. Ah, okay, ich habe noch das ausgewählt. Dann lassen wir die mal alle erstarren und zerblitzeln. Also, wenig Geld kriegen wir hier nicht. Lo hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vorhin. Ah, waren die im Stream oder haben die sich einfach nur privat unterhalten auf dem Server? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich versuche hier mal durchzugehen. Ich glaube, das war der falsche Weg. Haus der Welten? Nee, ich glaube, da sind wir noch nicht gewesen. Dann ist es die andere Route. Genau, wir wollen nämlich zu diesem Wasserweg. Erinnert euch an den Anfang des Spiels, wo wir den ersten Klappersoldaten gesehen haben. Oh, richtig, ich kann ja die mit Eis erledigen. Ich will endlich meinen verdammten Reflektor. Ich habe diesen Move damals nie benutzt bei mir im ersten Run, deshalb war ich auch super schlecht. Aber jetzt habe ich gelernt, wie man damit umgeht. Oh geil, kostenlose Magie. Jetzt ist sie weg. Ah, beim Raid. Und jetzt, wo ich weiß, wie man damit umgeht, habe ich einfach den Bild, wo man das am allerspätesten bekommt. Das ist so lustig. Okay, weiter. Hier kann man problemlos erstarren, spammen. Gib mir die Bubble. So. Gib ihm. Ha, und durch Charmeur kriegen wir auch schön Anziehung, automatische. Sehr angenehm. Dann wird. Ich merke gerade, ich glaube, ich bin falsch. Ich bin schon wieder falsch gegangen. Kann ich bitte eine Karte haben? Ja, ich bin definitiv falsch.
Und ich werde einen Blick auf die Karte riskieren. Das kann nämlich nicht wahr sein. Ich weiß genau, wo ich hin will. Das kann doch nicht sein, dass ich mich hier wieder verlaufe. Ich will doch einfach nur diesen... Ah, okay, wir gehen vom Hotel aus. Wir gehen vom Hotel aus. Das sollte am einfachsten sein. Ich dachte, es gäbe einen normalen Weg dahin. Wir wollen zu diesem Ort, wo der Fluss war, also wo das bisschen dieser Wasserkanal war. Und, ich glaube, man musste da irgendwie durch die Tür. Aber wir gehen einfach durchs Hotel. Das sollte der einfachste Weg sein. Es gibt ein paar Sachen zu erledigen in der Stadt. Aber das Wichtigste beginnt halt dort. Immer mehr Blasen. Geil. Tragbare Icons plus und Konter. Warte, ist das nicht sogar das, was ich haben wollte? Moment, wenn ich Konter... Sekunde. Ah, okay, ich kann auch rein. Ist noch nicht im Dings. Schadet Konterangriff. Je höher die Trefferquote, desto schneller die MP-Heilung. MP... Warum ist MP-Hass nicht drin? Und brauche ich für Konter nicht theoretisch gesehen einen zusätzlichen... Also ich brauche doch erst Reflektor dafür. Keine Ahnung, ich kann es eh gerade nicht reinpacken. Deshalb... Machen wir erstmal nur MP-Hass rein, was ich schon die ganze Zeit hätte reinmachen können. Weil dann kriegen wir nämlich viel mehr Bubbles. Und dann können wir auch viel effektiver mit Magie umgehen. Oder allgemein mit Zeug. Traverse Nord ist da, wo ich hin will, oder nicht? Die vom Steamback haben einen neuen Trailer gemacht und da steht jetzt einfach Yuzu im Menü. Das ist nicht der richtige Ausgang. Wer ist Yuzu? Yuzora oder? Oh mein Gott! Okay, das ist fragwürdig. Wenn ich das anmerken darf. Also, ich meine, ich bin mir sicher, dass Yuzu auf dem Steam Deck läuft, aber es ist... Man sollte das nicht als offiziellen... Also, man sollte das nicht in seinen offiziellen Trailer bewerben. Wobei, die Sache ist ja die, Emulatoren sind, glaube ich, ja nicht das Problem gewesen. Jo, da liegt die Schatzkiste. Moment, ob man auch in das Zimmer 3 reinkommen kann? Eventuell? Oh, Kiste auf, was ist da drin? Sind hier Welten? Nee, war eine Potion. Kann man hier rein? Jetzt will ich mich doch nochmal schauen. So, wenn hier das zweite Zimmer ist, dann muss es doch auch hier drüben noch ein Zimmer, genau, Zimmer Waldrian und... Okay, hier ist das Kaktuszimmer. Man kommt hier nicht rein. Was hier hinten? Hier hinten ist auch eine Tür. Hier dürfen wir aber nicht runterfallen. Alter, was ist das? Ich will ausloggen. Okay, das ist keine Tür, die funktioniert. Schade. Nimm das! Dann verziehen wir uns einfach, denn wir wollen nach da hinten und dort alle Gegner erledigen, denn erst dann können wir ein rotes Triogramm verwenden. Oder allgemein alle Triogramme. Erstarrt, ihr Vollidioten! Und du kriegst einfach auf den Deckel. Alter, wie viele Blasen das regnet! Okay, das war dumm. Die Zipfler sind immer gegen ihr eigenes Element immun. Das heißt, hier wäre technisch gesehen Feuer relativ effektiv gegen alle. Das Problem ist, Feuer ist halt kein Angriff, der mehrere Gegner kriegt. Hier jetzt können wir zum Beispiel Eis benutzen, das wäre überhaupt kein Problem. Das ist sogar sehr effektiv und gibt uns Checkpoint. Spezifisch bei den Feuerzipflern. Ich habe eigentlich vor, wenn wir schnell genug sind, aber wir haben halt wirklich nur eine Stunde, ne? Wenn wir schnell genug sind, mache ich noch Cerberus. Aber ansonsten ist hier der Ort, wo wir hinwollen. Ich sehe zwar nicht genau... Ah, okay, da unten. Da unten kann man es ganz schwach erkennen. Ich musste gerade sagen, ich war mir echt nicht sicher. Das kann man bestimmt locker übersehen. Wir haben vergessen, darauf zu achten. Und ja, die ROMs sind's. Ja, eben. Mach mal auf! Boom, boom! Alter, Goofy regelt's einfach. So, passiert hier drin jetzt schon was, oder? Nee. Aber wir gehen eine Runde schwimmen. An diesem Geheimort, an dem sich die Final Fantasy Charaktere rumtreiben. Hey Aerith, was geht? Ich könnte schwören, ich hätte dich letztens erst bei Bahamut im Stream gesehen. Dieser Ort ist äußerst geheimnisvoll. Und wie wir gelernt haben, immer mehrmals mit den Charakteren reden in diesem Spiel. Wie bei Okami.
Hier ist eine weiße Triotech, die bekommt man meines Erachtens als letztes. Als nicht optionale. Ah, ne, okay. Ich dachte, rutsch für eine Sekunde. Du hast das Schlüssel doch also gefunden. Ja, das Schlüsselschwert hat es automatisch versiegelt. Gut. Jede Welt in dem Sternenmeer hat ein Schlüsselloch. Und jedes führt zum Herz aller Welten. In dieser Stadt muss noch eins sein. Was meinst du damit? So stand es in Anselms Bericht. Die Herzlosen strömen durch dieses Schlüsselloch und machen etwas mit dem Herzen der Welt. Was passiert dann mit der Welt? Am Ende verschwindet sie. Was? Was? Deswegen ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte versiegel die Schlüssellöcher. Du bist der Einzige, der das kann. Ich, weiß nicht. Irgendwo da draußen muss die Antwort liegen. Ja. Wir müssen deine Freunde finden und König Mickey. Ich glaube, du hast recht. Okay. Aber wir müssen noch was von ihm bekommen, indem wir ihn nochmal ansprechen. Hey, Leon. Dieser Gummistein unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür er ist? Axel, der müsste es wissen. Aber wir müssen noch was bekommen. Warte, Sora. Nimm dies mit. Ein Enigma need. The door. Is this the door to... I don't know. The darkness or something? Dieser Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksbringer getragen. Ab jetzt gehört er dir. Oh, ich merke gerade, bei mir ist das Bild doch ein kleines bisschen abgeschnitten. Also es ist besser, dass ich es nicht so zurechtgeschnitten habe. Wie funktioniert er? Es ist und bleibt ein Rätsel. Hast du noch was zusammen, Leon? Leon? Nerv mich nicht, Junge. Bitte, geh einfach. Und vor allem, was ist das hier jetzt für ein Geheimgang? Oh, hier liegt einfach eine Kiste. Da sind Welpen drin, das weiß ich noch. Diese Truhe, man kann diesen Bereich tatsächlich irgendwie früher erreichen, indem man eine bestimmte Cutscene... Also, zur Erklärung, man bekommt irgendwie beim ersten Mal, wenn man eine Triotech sieht, bekommt man so eine Introduction und die kann überall stattfinden. Und das Lustige ist wohl, wenn man direkt nach der Cutscene an dieser Stelle, wo ich gerade durch bin, durch die rote Triotech, permanent irgendwie gegen die Wand läuft, dann glitscht man einfach durch. Weil man in eine bestimmte Position gesetzt wird, in der man eigentlich nicht sein dürfte. Merlins Zimmer? Warte, was? Es gibt hier eine Abkürzung zu Merlins Zimmer? Er hätte diesen ganzen Weg gar nicht gehen müssen? Sagt bloß, ich komme durch das Bett zurück. Und warum liegt hier ein Büchlein? Donald, du stehst da auf Büchern. Das ist nicht so nett. Aber es gibt hier eine Menge Gemüse. Hey Merlin, was geht? Nein, du sollst Merlin nicht hauen. Du sollst ihn Dinge fragen. Und richtig. Oh, was gibt es? Eigentlich gar nichts. Ja gut, warum störst du dann? Okay, wer eigentlich viel wichtiger ist diese kleine Kutsche hier unten. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal schon angesprochen, aber sie konnte nichts für uns tun, weil mir ein Item gefehlt hat, okay? Meine Welt ist auch verschwunden. Meine Welt ist auch verschwunden. Ich habe doch den Enigma nicht. Was willst du von mir? Ein geheimnisvoller Kraft umgibt diesen Stein. Wegwerfen. Okay, jetzt kann ich weggeworfen werden. Ich dachte schon. Item. Warte, kann ich... Hä, das kann doch nicht sein. Was ist denn das hier schon wieder für ein Scheiß? Warum ist dieses Spiel so dumm designt? Ich verstehe es nicht. Mir steht eindeutig, dass man das jetzt machen soll. Okay, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem, Hitachi. Es ist super dumm gemacht. Ich verstehe nicht, wieso das Spiel so ist. Aber Fakt ist, oh geil, Triotech. Wir müssen tatsächlich zuerst zu Cid, sagt das Spiel. Und ehe wir nicht bei Cid waren, dürfen wir den Magnet nicht abgeben. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber hey, ist okay. Machen wir das einfach so. Wo ist der Ausgang? Hier, oder? Eventuell nehme ich die Abkürzung zurück zu Merlin, dann müssen wir nämlich nicht über diese komische Brücke. Hallo?
Ist der Ausgang? Okay, da. Farbtechnisch schaut aber alles hin, ne? Spiel erscheint mir nur allgemein etwas dunkel. Aber es liegt daran, dass wir in der Dank Cave sind. Heißt Dank wirklich feucht? Hat das dann auch was mit den Danken Memes zu tun? Oder ist das eher so, ja, man sagt halt Dank, Donnerschlag, okay, weißt du was? Erstarrt, ihr Lümmel. Gib mir Erfahrungspunkte. Okay, das war dumm. Ich habe auch keine Magie mehr. Deshalb sammeln die ganzen Blasen ein. Ja, wisst ihr was? Wir gehen einfach. Auf in den Accessoire-Shop. Irgendwie die Story vorantreiben. Also wie gesagt, im schlimmsten Fall schaffen wir nur Traverse Town. Und im besten Fall klappe ich euch Cerberus hinterher. Aber ich denke mal, wir können eher von erstem ausgehen. Sid, was geht? Hey, was hast du da? Hey. Also wenn das kein Gummistein ist. Genau. Wofür ist der? Soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was Navi-Gummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignoranten. Wir wissen vieles nicht, na und? Wir müssen mit dem Gummijet zu anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also, ich werde dich mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich könnt ihr mit Navi-Gummis zu neuen Orten fliegen. Ihr wollt den Klunker montiert haben, oder? Mhm. Da seid ihr an der richtigen Adresse. Aber vorher muss ich noch etwas abliefern. Was müsst ihr denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt. Als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer, könntet ihr es für mich abliefern? Das Night of House in der Traverse Ost, nach dem Zeichen der großen Flamme. Antikes Buch erhalten. Was war das? Die Glocke über der Villa mit Kniff läutet. Geht nach draußen oder geht nachsehen, wenn ihr wollt, aber liefert vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost, ich werde dort sein. Im Haus in Traverse Ost. Ist das das Haus mit dem... Ich sollte mal speichern, merke ich gerade. Ich glaube, jetzt passiert was. So, wenn wir direkt nach Traverse Ost gehen, ich glaube, das ist das Haus, in dem sich niemand befand. Donnerschlag, weg mit euch. Schade, dass der so viel kostet, aber ist halt so derbe effektiv. Bubbles, ich kann keine Magie casten, so ein Scheiß. Nimm das. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Soll ich dedizierte Grinding-Sessions abhalten oder soll ich einfach immer alles verkloppen, was mir vor die Linse kommt? Ja, okay, die lasse ich jetzt liegen. Ei, du Lümmel, lass mich in Ruhe. Donald kriegt das, der schafft das schon. Er ist ein ausgebildeter Magier. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dieses Rätsel kriegen wir auch nochmal hin. Ein winziges bisschen Geduld ist gefragt. Und nicht so dumm sein und den verlängerten Schlag ausführen. Aber guck mal, eine kleine Eule. Auf der Seite kann man nochmal hier rein, genau hier. Da hinten ist eine Kiste. Aber ich glaube, da können wir noch nicht hin. Ist das alles? War das das Buch? Merlin, wir haben dir was mitgebracht. Bitte sehr. Ah, das ist ja mein Buch. Ihr solltet mir es mir also von Sid bringen. Vielen Dank. Ihr möchtet wissen, was das für ein Buch ist? Das weiß ich selbst nicht so genau. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Hahaha, Kleptomanie, habe ich recht. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Sid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch bewahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ich stelle das Buch jetzt darüber.
Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Mein besten Dank an Sid dafür, dass er es restauriert hat. Ach ja, und wegen eures Steins, ihr solltet die gute Federn erfangen. Das haben wir doch schon gemacht. Ah, wissen Sie, was das ist? Oh ja, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Dieses kleine Wesen lebt in einer Welt, die von der Dunkelheit verschluckt wurde. Zusammen mit den Welten verschwanden alle Lebewesen. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man das nicht retten? Doch, aber nur sein Geist. Jetzt seht her. Bibbidi babbidi boo. Simba! Nein, warte. Simba. Kann jetzt gerufen werden. Rufmagie kann nur im Kampf benutzt werden. Die Gruppe muss aber vollständig sein. Jedes Rufenkommando kann nur einmal pro Kampf ausgeführt werden und keines der Gruppenmitglieder darf dabei kampfunfähig sein. Es kostet, glaube ich, einen MP oder mehrere MP und man kann eine Art Limit beschwören, sagen wir es mal so. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn ihre Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. Sora, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. Das ist ein seltsamer alter Mann. Ja, er hat einfach heimlich im Schlafwandeln geklaut. So, Speicherpunkt, wenn ich bitten darf, und danach zur Villa mit Kniff. Die sollte ja nicht so weit weg sein. Ah, geht zu Sid, bevor ihr irgendwo anders hingeht. Alles klar. Tun wir. Ich glaube, das ist damit er uns das Navigummi installiert. Denn damit können wir mehr Disney-Welten sehen. More licensed properties, more marketing opportunities and more fun. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Kingdom Hearts 1 kennt oder den Plot oder irgendwas davon oder wie viel ihr davon gesehen habt, aber ihr könnt ja mal raten, was noch für Disney-Welten kommen werden. Huch, was geht hier ab? Da bist du ja. Was liegt an? Was steht an? Rico. Alter. Hey, lass das. Diesmal ist es kein Traum. Oder? Ich hoffe nicht. Ich hab dich ewig gesucht. Rico. Moment mal. Wo ist Kairi? Ist sie nicht bei dir? Hey, keine Panik. Ich bin sicher, sie ist auch nicht mehr auf der Insel. Was, wenn sie ein Stein geworden ist? Wer weiß, vielleicht sucht sie uns schon. Bald sind wir wieder alle zusammen. Keine Sorge. Überlass nur alles mir. Ich kenne mich. Wow. Dir überlassen? Sora, was hast du? Ich habe auch nach dir gesucht und nach Kairi. Mit ihrer Hilfe. Wer sind die? Wir haben in so vielen Welten gesucht, um dich zu finden. Ach was. Sieh einer an. Darauf wäre ich nie gekommen. Oh, und weißt du was? Sora ist Meister des Schlüsselschwertes. Wer hätte das gedacht? Was soll das heißen? Das ist also ein Schlüsselschwert. Huh? Hey, gib das her! Fang! Okay, aber du kommst doch mit uns, oder? Wir haben so eine Wahnsinnsrakete. Die musst du sehen. Nein, aber nicht! Was? Wer ist es? Ach komm schon, er ist mein Freund. Ist mir egal. Oh, er ist weg? Rico? Danke, Donald. Na toll. Naja, wenigstens geht's ihm gut. Und wer weiß, vielleicht treffen wir ja auch bald Kairi. Ah, wie gewonnen, so zerronnen.
Aber ist euch was aufgefallen? Rico konnte das Schlüsselschwert echt lange in der Hand halten. Es ist nicht zu uns zurückgesäppt. Was könnte das zu bedeuten haben? So, nichts wie ab zu Sid und dann zur Villa mit Knick. Rein in die Accessoires. Sid, wir haben deinen Auftrag. Oh, stimmt, er wird jetzt ausgetauscht. Shit, er wollte doch irgendwo hingehen. Er wollte ihn auf jeden Fall nach Traverse Ost, richtig? Und ich glaube, Traverse Ost ist hier, okay. Dann gehen wir in das vergessene Haus. Oh nein, warte. Doch, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, wir müssen doch nochmal in den Shop und uns dort umsehen. Es gibt dort eine Sache, die man, glaube ich, nur jetzt zeigen kann. Und deshalb muss ich mich ein bisschen im Shop umsehen. So. Irgendwo hier. Aber hier sind ja auch keine Verstecke. Vielleicht müssen wir auch zum Itemladen. Ich glaube, es war dann doch eher der Itemladen. Aber ich möchte das unbedingt zeigen. So, und wir können auch uns ein bisschen aufstocken. Sind hier ein paar Dinge. Ah, ich werde nicht schlau aus diesem Spiel. Einfach mal hinter den Tresen gucken. Keine Ahnung, brauchen wir denn irgendwas? Was haben wir in der Truhe? Und wir haben ein paar Mega-Potions, Mega-Äther. Wie viel Geld haben wir? Wir haben ein Zelt, ein Camper-Set und ein... Warte, Schutz... Ach so, das ist sowas wie Verteidigung Plus. Gut zu wissen. Keine Ahnung, ob es sich lohnt, Zelte zu kaufen. Schauen in den Potions, High Potions. Reichen, wenn die Potions noch rein. Die Sache ist die. Wir haben ja jetzt Magic. Das heißt, es macht eventuell mehr Sinn, wenn wir uns jetzt Aether kaufen. Hier kann man Aether kaufen. Aether ist natürlich teurer. Weil. Wie viel Geld habe ich? 1000, lass mal 7 Aether kaufen. So, perfekt. Die sind immer nützlich. Aber leider habe ich nicht gefunden, was ich suche. Vielleicht ist das ja dann doch in Traverse Ost. Keine Ahnung. Eines Tages werde ich diese geheime Interaktion finden. So, also erinnert ihr euch an das verlassene Haus, das hier irgendwo ist? Ihr wisst schon, das Haus, in dem nichts sind. Ohoho! Da ist jetzt ein kleines Haus draus geworden. Da wohnt ja jetzt jemand. Wer wohnt denn da drin? Leon anscheinend. Aber hier müsste doch auch irgendwo... Vielleicht im Schrank oder so? Nee, okay, schade. Aerith, Yuffie, was geht? Oh, das nennt man ein Navi-Gummi? Dieser Raum ist unser geheimer Treffpunkt. Es ist so schön gemütlich hier. Nun, Leon? Oh, du wolltest mit Sid reden? Dann rede mit ihm. Sid, erzähl uns. Habt ihr schon mal was von Malefiz gehört? Sie soll in der Stadt sein. Wer ist sie? Eine Hexe, und was für eine? Sie hat die Herzlosen in diese Stadt gebracht. Unterschätzt sie nicht. Sie benutzt die Herzlosen schon seit Jahren. Hallo? Okay. Ihretwegen haben wir unsere Welten verloren. Also einfach Malefiz ist nach Final Fantasy 7 gekommen und hat gesagt, Pivity, Puffity, Poof und weg ist alles. Eines Tages haben die Herzlosen unsere Welt erobert. Das war vor 9 Jahren. Ich konnte fliehen und bin mit den Leuten hierher gekommen. Das ist ja schrecklich. Unser Anführer war ein weiser Mann namens Anselm. Er hat sein Leben der Erforschung der Herzlosen gewidmet. Aus seinem Bericht könnten wir sicher entnehmen, wie wir sie wieder loswerden.
Dankeschön, Yashi. Wo ist dieser Bericht? Wir wissen es nicht. Die Seiten wurden überall hin verstreut, als unsere Welt zerstört wurde. Ich bin sicher, Malefiz hat die meisten davon. Oh boy. Du siehst, es ist wie ich es sagte. Während du dich abgemüht hast, deinen lieben Freund zu finden, hat er dich einfach durch ein paar neue Gefährten ersetzt. Offensichtlich schätzt er sie inzwischen weit mehr als dich. Auf diesen elenden Schuft kannst du verzichten. Schlag ihn dir aus dem Kopf und komm mit mir. Ich helfe dir, das zu finden, wonach du suchst. Vertraue ihr nicht. Sie ist böse. Sie ist grün. Wir sind nicht voreingenommen, aber... Das ist Disney-Spiel, okay? Habt ihr das Buch abgeliefert? Das Navigummi ist eingebaut, es kann losgehen. Und kommt zu mir, wenn ihr Neues findet. Ein Warpgummi habe ich auch noch angebaut. Warpgummi! Jetzt könnt ihr zu den Welten düsen, in denen ihr schon mal wart. So, jetzt muss ich mich um meinen richtigen Job kümmern. Was mein richtiger Job ist, ha, ihr werdet es sehen. Wir treffen uns in Traverse Mitte. Ich denke gerade an die Glocke in Traverse Nord. Hey, willkommen, Caddy! Die vorhin geläutet hat? Die über der Villa mit Kniff, um die rankt sich eine Legende. Aber die Tür ist vernagelt, da kommt niemand rein. Probier's einfach aus. Läute dreimal, dann sehen wir, was passiert. So ein schönes Game, du wusstest, dass du mich damit anlockst. Ich weiß, ich habe das schon vor einer Weile angefangen. Und das hat auch Smara sehr gut gefallen. Sowieso kann ich den ersten Part empfehlen, da ist ein Highlight drin. Ich bin aber nicht so gut wie Smara. Ich spiele auch normal. Und ich habe Probleme mit dem Short-Hopping. Ja, warte. Richtig, Traverse Mitte. Traverse Nord ist aber dort, wo die Villa mit Kniff ist. Das heißt, vielleicht sollten wir dort zuerst hingehen und die Glocke läuten. Wie wär's? Gibt's einiges zu tun. Ist das die Originalversion von der PS2? Ja. Das ist sogar eine richtige PS2. Das erkennt man alleine daran, dass die Ärzte wie Arsch aussieht. Aber ich finde es eigentlich ganz süß. Aber nein, man erkennt an den Voices. Wobei, technisch gesehen, seit die Epic-Version eine Sache ist, ist es ja eh komplett Rain, welche Version du spielst. Ist das dumm? Scheiße, Mann. Okay. Donald hat den Tag gerettet. Danke dafür, Donald. Wir brauchen einen Counter, wie oft Donald nützlich war. Sieht aus wie ein Arsch. Was sieht aus wie ein Arsch? Armut, willkommen. Hast ein bisschen was verpasst, aber ich glaube, du warst noch beschäftigt. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich war mal wieder ein bisschen lost. Obwohl mir das Buch genau gesagt hat, wo ich hin muss. Aber wer hätte denn wissen können, wer hätte wissen können, dass man spezifisch erst das Buch abliefern muss, bevor man verdammt nochmal den Enigma-Nied verwandeln kann. So, hier ist die Villa mit Kniff, aber wie kommen wir da hoch? Irgendwas sagt mir, dass wir doch erst nach Traverse Mitte müssen. Ich glaube nämlich, wir brauchen etwas. Wir brauchen garantiert eine bestimmte Sache, die wir nicht haben. Ich glaube, wir brauchen nämlich das grüne Triotech dafür. Oder die grüne Triotech. Ich habe einfach nur die Zeit vergessen. Ach so. Ja, aber da war doch Kenny noch nicht hier. So ungewohnt, dass die Synchro haben. Ich lieb's. Das ist der einzige Grund, warum ich die Version spiele. Seit ein paar Jährchen. Also ich habe noch nie Final Mix durchgespielt, aber ich habe auch nur einmal eins durchgespielt, muss man dazu sagen. Ah, du hast die noch nie gesehen? Schade. Oh, warte, man braucht keine Triotech, um hier hinzukommen. Sehe ich das richtig so? Jetzt werden wir erstmal ein bisschen... Okay. Das kriegt ihr... Oh mein Gott, das war ein schöner Treffer. Das war ein wundervoller Treffer. Und es waren noch keine Arkenzipfler, die da ein bisschen
rumnerven? Nee, nee. Lasst uns die Glocke läuten. Was ist eigentlich hier? Oh, eine rote Triotech. Eine rote Triotech. Die Tür ist verrammelt. Oh mein Gott, ich verstehe. Ich verstehe. Die Tür ist verrammelt. Wir können sie aufbrechen. Goofy, walte deines Amtes. Bing, bong, bounce. Und die Tür ist auf. Schlüsseldienst, Sora, Donald und Goofy. Oh, warte, hier ist das Seil. 10. Seht ihr das als Cutscene? Momentchen mal, zweimal ziehen. Und ein drittes Mal ziehen. Oh Gott. Jetzt passiert was. Schmetterlinge. Ein Schlüsselloch! Das geheime Schlüsselloch der Stadt? Da wollten wir doch hin. Nichts wie hin, einfach auslosen, weiter geht's. Kein weiterer Konflikt, so mag ich das. Wundervoll, ganz toll. Du-di-du-di-du-di-du. Hm, du kommst mir so bekannt vor. Kann es sein, dass ich schon mal verprügelt habe? Aber letztes Mal hatten wir keine Magie. Aber wir haben uns deutlich besser angestellt. Das war komplett zerlegen. Das Ding. Eventuell sollte ich mir einmal Magie aufsparen. Ah, da weg da. Checkpoint und dann raufzimmern, raufzimmern. Da legt er sich natürlich. Ha. Irgendwas ist anders. Oh Gott, er wechselt in den Verteidigungsmodus. Und es sieht ganz schön bescheuert aus. Oh mein Gott, der geile Soundtrack. Let's fucking go! Und er hat deutlich an HP zugelegt. Wisst ihr, was funny in dem Kampf ist? Wir müssen ihn nicht machen. Wir könnten jetzt einfach in ein anderes Areal gehen und mit dem Spiel fortsetzen. Aber wir wollen natürlich die süße, süße Bonuserfahrung. Oh fuck. Ah shit. Ah, wobei, warte, das war eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir uns gerade beide geheilt haben. Ich wusste nämlich nicht, dass... Au, 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 au. Ich wusste nämlich nicht, dass es nicht reicht. Ne? Die Hände scheinen schon... Also die Beine in dem Fall. Ah, ne, da sind sie. Ich dachte, die wären schon besiegt. Falls ihr euch wundert, wenn ich irgendwie mal random rumrenne, ich checke immer meine Soundeinstellung, weil ich keine Lust habe, dass ich eventuell nicht mitbekomme, wenn ich nicht aufgenommen werde. Das wäre nämlich echt unschön. Oh shit, der ist einfach down. Das ist der legendäre X-Smash Simulator. Ja, verdammt. Und nicht vergessen, wenn ihr den Gegner anvisiert, könnt ihr nicht aus Versehen ein Gebiet verlassen, denn das Gebiet verlassen hat zur Folge, oh Gott, dass wir, aua, hör doch mal auf damit. Oh mein Gott, ich sollte das nicht so braindead machen, die sind alle tot, ne? Deshalb zieht er mich gerade so. Spielen wir doch eventuell ein bisschen mit. Warte, hat er sich jetzt komplett geheilt? Oh nein, oder? Unangenehm. Ja, mach es anders. Mach es anders. Ich verzieh mich. Ah, richtig, die Kanone. Genau, der kann sich eine Kanone verwandeln. Aber ich glaube, es reicht einfach, unter ihm durchzurollern. Was sind deine eigenen Erfahrungen mit dem Spiel, Candy? Ich meine, du hast den, glaube ich, blind gespielt damals mit Smara zusammen. Deshalb wäre es gut zu wissen, bei welchen Bossen du Probleme gehabt hast, ob sie dich gezwungen hat, auf Critical zu spielen oder auf zumindest Proud. Würde mich interessieren.
Los geht's, Goofy! Ah ja, jetzt! Erstarre, du Lümmel! Hab alle Teile durch. Ich hab ein Drittel auf Crit gespielt. Okay, dann habe ich Respekt vor dir. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber du hast bestimmt ordentlich gelitten daraufhin. Gerade so Teile wie Dream Drop Distance kann ich ja gar nicht ab. Du hast bei Sleep, das einzige Kommando-Deck-Spiel, was ich gespielt habe, ist halt Recoded. Ich hab's enjoyed, weil ich das, ist jetzt natürlich für Leute, die es nicht gespielt haben, bisschen schwierig zu erklären. Ich mochte das Circuit Board, okay? Ich mochte das Circuit Board wirklich sehr. Hey, du Lümmel. Natürlich jetzt voll daneben. Ja, los, geh auf, wo bist du? Ah, Mist. Ich will da hoch. Wenn er dich jetzt wieder heilt, dann... Ich will da hoch. Er wird sich heilen. Wieso kriege ich es denn nicht da hier hochzuspringen? Danke, Spiel. Komm wenigstens runter. Komm runter. Los. Hey, hör auf, vor mir wegzufliegen. Der Lümmel. Du hast gesagt, du hast alle Teile durch. Ach, du hast den dritten auf Grid gespielt. Komm jetzt her. Erstarre doch endlich, du Dussel. Ah, okay, jetzt ist dein letztes Element geplatzt. Jetzt können wir komplett auf den Körper gehen. Und hoffentlich nicht drauf gehen. Komplett drauf gehen, ohne drauf zu gehen. Das wäre geil. Mit meiner Magie. Die Kugel zurückschlagen kann oder nicht, oder? Ich meine, wir könnten einfach versuchen. Ja, ich kann sie zumindest parryen, aber ich kann sie nicht zurückschlagen. Also lohnt es sich nicht. Also ich kann sie verschwinden lassen. Hilfe, Goofy, pass auf! Erstarre! Rein da, sehr schön. Ich habe alle auf normal gespielt, den dritten nochmal auf Crit. Ah. Da gehst du dahin, du Altmetall. Herz befreit. Oh, wir haben die Kraft der Lüfte. Wir haben jetzt Aero. Aero ist praktisch, aber Aero-Ra mag ich lieber. Sagen wir es mal so. Aero hält nämlich nicht so lange. Damit wäre der Schlüssel doch versiegelt. Wir haben noch ein Navigummi erhalten. Und ja. Ich würde sagen, dieses Areal ist wieder sicher. Ich frage mich, ob wir jetzt weiterhin Gegner spawnen oder nicht. Aber eigentlich ist es nicht so wichtig, ist ja eher vorteilhaft. Vor allem, wenn ich Level haben will. Aber ich glaube, der Spuk ist jetzt vorbei. Ich denke, ab dem Punkt... Ah, Hasted, es geht. Hey, das ging ja schnell. Nein, eigentlich hat es ein bisschen gedauert. Hey, wisst ihr was? Ich habe jetzt mit Gummisteinen. An eurem Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch großzügigen Rabatt. Ein Kometgummi. Los, nehmt es. Es ist ein besonderes Geschenk. Und da bin ich ja fast gewillt, die letzten Minuten des Streams mit dem Gummijet zu verplempern. Das war theoretisch gesehen jetzt meine Idee, Cerberus zu machen, aber halt mit der ganzen Endcutscene und so wäre das halt, wird das eventuell ein bisschen knapp. Deshalb zeige ich mal den Gummi-Editor. Dafür sind 15 Minuten, denke ich, perfekt geeignet. So, einmal speichern und dann in den Gummijet. So, mit Quadrat kommen wir in das Gummimenü. Und vor dort hat uns, glaube ich, schon Chip und Chap letztens zugetextet. Ihr könnt einen
und mach mir einen neuen Gummijet konstruieren. So, Tutorium war das, aber gehen wir einfach in den Gummi. Das sind alle unsere Gummijet-Gummiwerft. So, das ist das Hauptschiff. König, dann haben wir natürlich noch ein paar andere, aus denen wir auswählen können. Stimmt, das ist Highwind, Moment. Ah ne, warte. Highwind ist, glaube ich, das, was das wir selber gebaut haben. Und König ist halt das Modell. So, das Einzige, was mich am Gummi-Editor extrem stört, Giga-Gummi, Heileffekt-Item steigt erheblich. Können wir das anbringen? Das Problem ist, der Editor Cockpits Vita-Gummi, Heileffekt-Item stellt. Ich würde den schon gerne ersetzen, wenn das okay ist. Warte mal, R2. Rein und rein. Und was macht R2? Hätte ich mich doch damit... Okay, da kann ich den angucken. Da unten ist auch die Kanone. Ich werde nämlich ein paar mehr Kanonen anbringen. Wenn es danach geht, kann ich das wegmachen. Mit welcher Taste entferne ich... Oh Gott. Shit, welcher Knopf macht was? Oh, warte mal, ich habe das da hingesetzt. Kann ich das da hinmachen? Kann ich das hier hinmachen? So viele Cockpits sind montiert. Ja, dann erklär mir doch, wie ich es lösche, du Lümmel. Ah, okay. Mit Kreis lösche ich. So, jetzt haben wir ein anderes Cockpit. Jetzt sieht das Schiff zwar ein bisschen komisch aus, aber wir haben mehr Energie. So. Genau, mit dem Stick kann man die anscheinend rotieren. Im dreidimensionalen Raum. Also wieder zurück, würde ich sagen. Ohne jetzt was zu löschen im Idealfall. Ah, okay. Okay, jetzt verstehe ich. Mit R1 wechsle ich zwischen Anbringen und Block auswählen. Okay, jetzt kommt's. Wie wär's, wenn du einfach mal das Tutorial lesen würdest? Eine kleine Laserkanone. Ey, da habe ich doch Bock. Wisst ihr, was ich jetzt machen will? Okay, pass auf. Mein Plan ist, dass ich sehe keine Leiste. Mein Plan ist es... Nein, das war nicht mein Plan. Das war nicht mein Plan. Ich würde sagen, kann ich die auch hoch und runter setzen? Ah, okay. So komme ich hoch und runter. So, ich würde nämlich sagen, diese Rakete, die würde sich gut an dieser Stelle machen. Deshalb... God fucking damn it. Hau das weg und bau das stattdessen hier ran. Jetzt haben wir nämlich eine zusätzliche Waffe. Was ist ein Tutorial? Ich brauche doch keine Tutorials. So, weg damit. Dann suchen wir uns noch einen Gummistein. Davon haben wir jetzt natürlich keinen. Hier haben wir einen Blitzgummi. Die Welt braucht mehr Waffen. So. Plop, was haben wir? Aero. Flügel zur Feinabstimmung. Ja, ich denke mal, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aero-Gummi in Dreiecksform, in grün, in blau. Ein großer Aero-Flügel. Ein weißer, den haben wir schon. Noch ein grüner. Oh, wisst ihr was? Ich glaube, ich bin blau Flügel. Habe ich zwei davon? Ich hoffe doch. Ah, ich glaube, ich habe nur eins davon. Ich glaube, ich habe nur einen davon. Ja, ich habe leider nur einen davon. Schade. Tutorials sind für Katzen und Kinder, die in ein Loch im Berg fallen. Mach's weg. Mach es weg. Wieso macht er das nicht mehr weg? Nein, nein, bitte. Mach es doch einfach weg. Ich kann das irgendwie nicht markieren. Dankeschön für den Headbutt, du Geist. Pause im Hintergrund. Oh, ja, der ist da. Ich krieg das Ding nicht mehr weg. Scheiße. Ich will es doch einfach nur weg haben. Ah, okay, es ist weg. Okay, schauen wir, was wir noch für Blöcke haben. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben langes, wir haben grünes, wir haben noch mehr grüne. Schaut euch die Rohre an. Sie sind so cartoony und quirky animiert. Ich glaube, ich habe die falsche Richtung gescrollt. Die Gummifabrik produziert. Sie produziert nur Scheiße. Ah, okay, warte. Anti-Z-Gummi. Die sind ein bisschen hässlich.
aber sie sind hilfreich. Ich davon mehrere. Okay, wisst ihr was? Davon haben wir zwei. Würde ich sagen, rotieren wir das einmal. Ich leg meine Banane wieder hin. So. Ich mach den hier. Zack, das weg. Und dann bauen wir zwei davon hin. Ich glaub, ihr seht, worauf ich hinaus will, oder? Wir machen einfach nur Upgrades. Upgrades, Leute. Upgrades. Sehr schön. Sieht ein bisschen wild aus, wenn ihr mich fragt. Aber wir sind auf jeden Fall gewappnet. Und da unten ist auch noch Platz für eine weitere Kanone. Und mir fällt gerade auf, eigentlich wollte ich ein Donutschiff bauen. Aber offensiv... Habe ich jetzt eins gelöscht? Nee, okay. Geh mal zurück zu den Gummisteinen. Warte, der in die Farbe. Ist ein bisschen verwirrend, man drückt runter, um vorwärts zu kommen. Also die Gummisteine scrollen in die Richtung, in die man drückt. Damit ihr versteht, was mein Problem ist. Haben wir zwei davon, okay. Dann würde ich sagen... hoch. Was ist, wenn wir mehr Turbinen anbauen? Das wäre auch cool. Habe ich noch eine Reihe? Ich habe noch eine Reihe. Sieht das dumm aus? Wir können uns auch so ein Schlachtschiff bauen, so ein ultimatives. Zack. Ist auf jeden Fall erlaubt. Barmut, was hast du damals für ein Gummischiff gebaut? Ich wette, du hast dich damit beschäftigt. Sieht ein bisschen dumm aus, sagen wir es mal so. Aber je mehr von diesen bekloppten Steinen wir da ran machen, desto mehr... Kann ich bitte zurück in den Editor? Okay. Ich habe keins gebaut. Ich habe einen riesigen Klotz gebaut. Okay. Ah, oh, die sind ja grün. Okay, ich habe den, glaube ich, unterschätzt. Jo, Antriebsgummis. Okay. Ich habe noch einen Antriebsgummi. Ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Propanantrieb. Warte mal. Drehen wir richtig. So. Sind zu viele Antriebe. Ein leistungsfähiger Computer ist nötig. Okay, dann kein Antriebsgummi. Okay. Zurück zur Auswahl. Was haben wir noch Schönes? Plop. Plop, was auch immer das ist. Nee, okay, wir sind durch. Das waren alle uns zur Verfügung stehende Teile. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, diese weißen Teile da oben... Egal, dann rollen wir erstmal damit. Scheiße. Habe ich getan? Ah, nee, alles gut. Ah, doch, ich hab diesen Stein gelöscht, diesen einzelnen. Naja, dann ist das jetzt halt so. Kann ich irgendwie fertig werden mit Start? Oh, okay, er sitzt da. Eintragen. Eintragen. Als Highwind. Highwind überschreiben, meine Güte. Oder kann ich auch ein anderes Schiff bauen? So, jetzt haben wir das als Highwind. Sehr nett. Das Originalgummistift können wir aber den König wiederherstellen. Und jetzt würde ich sagen, fliegen wir zumindest noch zur Herkuleswelt, damit ich beim nächsten Mal direkt anfangen kann. Denn wir haben ja jetzt das coole alte Warp-Gummi. Das heißt, das wird super schnell gehen. Einfach so Shia Kazim. Through time and space we go. Also von hinten sieht das schon ziemlich bescheuert aus. So, das heißt, beim nächsten Mal werden wir versuchen, Cerberus zu klatschen. Ich meine, Herkules ist ein krasser Dude. Er hält ihn immer noch in Schach. So. Dürft ihr nicht vergessen. Hier ist immer noch ein weißes Triogramm, das darf ich nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, wir haben unser Soll erfüllt. Wir haben alles gemacht, was ich machen wollte. Hi Phil, musst nicht besorgt sein. Nächstes Mal haben wir dich covered. Wir speichern einmal hier. Danke, dass ihr heute bei Kingdom Hearts dabei wart. Bis zum nächsten Mal, komm, bleib vorbei und tschüssi.